Okay, und jetzt müssen wir uns wieder hinlegen, um in die nächste Dimension zu reisen. Okay, auf geht's. Okay. Okay, das ist cool gemacht. Das war jetzt nicht so cool gemacht, aber okay, ich habe mich ja nur leicht erschrocken. Was können wir hier jetzt wieder machen? Wow! Ach, hier kann ich mich. Okay. Kann ich bestimmt hier. Ah! Okay, hier geht die Leitung hoch. Aber wenn die Leitung da hoch geht, warum geht es denn nicht weiter? Da müsste doch die Tür zu öffnen sein, oder? Nee, kann ja nicht. Okay, verstehe. Wir müssen erstmal nochmal hier zurück und müssen den hier erstmal umstellen. Jetzt ist für mich die Frage, wo kommt jetzt der Strom an? Wenn ich das jetzt drücke? Nein. Das ist noch nicht das Richtige. Okay, wir probieren mal die Richtung aus. Was ist, wenn ich den jetzt drücke? Sich irgendwas getan? Wir klettern mal hier hoch. In welche Richtung gehst du jetzt? Lol, hier kann ich auch nochmal zurück und. Kann ich noch. Okay. Okay. Das ist aber so tricky. Aber irgendwo geil gemacht. Warte mal, wir gehen erstmal in die Richtung. Weil es der längere Weg, glaube ich, oder? Okay, jetzt haben wir hier einen Schalter. Warum kann ich den nach da bringen? Aha. Hä? Nein. Warte. So, jetzt so lang. Jetzt habe ich Licht nämlich hier hinten und kann jetzt quasi. Ich muss die Glühbirne mitnehmen? Bitte. What? Für was denn jetzt die. Okay, wir haben jetzt die Glühbirne. Für was auch immer. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiter, weil jetzt kann ich den nämlich ummodeln in. Ich sehe das nur nicht. Ist das jetzt richtig? Ja, okay, ist richtig. Wir gehen mal kurz da lang, weil jetzt haben wir ja irgendwas umgemodelt und wir müssten doch jetzt hier hinten. Kommt hier hinten jetzt schon was an? Ja! Okay, cool, cool. Cool. Was ist das denn? Spiegel? Ich sehe nichts. Glühbirne? Oh, fuck you! Jojojojojojo! Okay. Wir setzen die Glühbirne nicht ein. Wie wär's? Können wir das blind? Nope. Ja. Ja und ja. Kann ich wegrennen, wenn er die einsetzt? Renn weg! Nee. Okay, wir sterben ins. Das ist jetzt aber. Hä? Ja. Wie? Also ich muss Lichter reinkriegen, damit die. Oh, pass auf. Jetzt hab ich's. Wir müssen erstmal hier wieder. Nee, warte mal, das können wir doch direkt. Können wir das nicht direkt hier machen? Warte mal, wir müssen dem erstmal. Aber wenn ich dem Strom entziehe, dann ist doch die Tür auch wieder zu. Oder? Also, wenn ich jetzt hier hingehe und ihm sage. Schnipp. Und gehe jetzt wieder nach da. Und jetzt wieder hier hoch. Dann ist doch die Tür. Genau, was habe ich mir gedacht? Die ist nämlich jetzt wieder zu. Ha. Warte mal, kann ich hier noch. Ich bin noch. LOL, was bist du denn hier?
Eine Schlange. Aha. Aber könnte ich jetzt quasi hierhin? Kann ich hier die Schlange hinpacken? Nope. Könnte ich hier die Schlange reinpacken? Das wäre jetzt nice. Nein, ich könnte jetzt hier Strom anmachen. Was wir nicht wollen. Weil hier Glühbirne kann ich nicht einsetzen und Schlange auch nicht. Ich meine, wir können jetzt nochmal hier die Glühbirne einsetzen. Vielleicht kann ich ja die Leute mit der Schlange fernhalten. Geht das? Natürlich nicht. Verdammt. Ja, jetzt fällt mir mein Stevie, ne? Jetzt könnte Stevie sagen so, ja, komm, Benny. Easy, da laufen wir so, XY, setzt da mal was ein, setzt dort mal was ein und alles ist cool. Aber nein, ich muss ja das Spiel hier alleine spielen. Kannst du in den Zuschauerraum? Nee, oder? Warte mal, habe ich auch gar nicht ausprobiert. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Nee, schade. Ich kann nur zwischen den Ebenen leider hin und her rutschen. Ich sag mal nichts dazu. Ja. So viel zu, ich kann nur in den Ebenen hin und her rutschen. Ja. Ja, und jetzt lass mich raten, ich kann... Ey, ist das jetzt euer fucking Ernst? Dass ich das aber auch nicht gerafft habe. So, pass auf, jetzt kann ich nämlich hier hinten hingehen. Jetzt ist die Tür offen. Alter, ich habe einen Schalter gedrückt. Warum? War das richtig? Ja, super. Jetzt ist alles verkackt. Kann ich raus? Ja, aber bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt hier raus kann. Wenn ich jetzt hier drauf drücke... Ey, wollt ihr mich jetzt... Ey, das Spiel will mich doch jetzt veräppeln, oder? Okay, 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 okay. Wait a second, Freunde. Wir müssen den da wieder haben. Cool. Cool, 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 cool. Jetzt den hier. Dann den nochmal wechseln. Dann den nochmal wechseln. Dann... den nochmal wechseln und dann nicht den nochmal wechseln. Hä? Okay, wie baue ich das jetzt am dümmsten auf? So, warte. Jetzt nochmal den hier wechseln. Jetzt nochmal den hier wechseln. Ja. Nein, jetzt wechsle ich den hinteren wieder. Oh no, das war doch jetzt falsch, oder? Das wäre jetzt der Richtige. Das ist der Richtige. Das ist der Falsche. Shit. Warte. Wait a second. Das ist der Richtige. Das ist der Falsche. Jetzt haben wir... Nein. Nein, wenn ich jetzt darauf drücke, dann ist doch alles wieder hinüber. Ich wusste es. Nein. Ihr kleinen Arschkrampen. So, was habe ich jetzt damit gewonnen? Habe ich jetzt da hinten irgendwas freigeschaltet? Wechsel doch nur zwischen den hinteren beiden. Na, ich muss aber am Ende, glaube ich... dahin, oder? Genau, da geht nämlich die Tür auf und das heißt, ich muss... Oh Gott, wie mache ich denn das dann? Ach Mann! Ey, das ist tricky. So. Ja, das ist jetzt richtig. Ich bin ehrlich, kompletter Zufall. Ich habe null Taktik drin gehabt, ich habe keine Strategie, ich habe für mich auch aktuell gerade keine Logik dahinter gesehen. Ich nehm's.
Ich nimm's einfach als gegeben hin. Neuer Gegenstand gefunden. Eine Maske. Kann ich jetzt mit der Maske quasi... kann ich die aufsetzen und mich jetzt da oben als einer von denen ausgeben? Das wäre jetzt natürlich interessant. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Wegen dem Spiegel. Weil wir haben doch jetzt hier den Spiegel. Kann ich jetzt die Maske in den Spiegel setzen, damit ich die... Ja. Jetzt können wir nämlich die Glühbirne einsetzen, ohne dass die irgendwie geil auf uns sind. Weil wir sind ja einer von denen. Können hier jetzt das Rädchen ganz in Ruhe drehen. Dann sagen wir, auf Wiedersehen, Freunde. Gehen die wieder raus. Ja. Sehr gut. Aber erstmal, ey. Wirklich, das Spiel, mega Spaß, aber es nimmt einen komplett auseinander. Also kopftechnisch. Aber irgendwo auch geil. Okay, das war jetzt echt ein trickiges Rätsel. Tricky. Wechselt immer den Raum, aus dem man vorher kam, glaube ich. Ja. Aber das haben wir zum Glück mit Trick 17. Also eigentlich nicht, aber halbwegs gelöst. So, hat sich jetzt hier irgendwas verändert? No. Okay. Gut, dann als nächstes gehen wir in eine weitere Traumwelt. Trinken einen Schluck Cola. Und auf geht's in die nächsten Rätsel rein. Oha. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier kommen wir nicht weiter, okay. Das heißt, wir müssen erstmal hier lang. Cool. Okay. Ich muss gleich los, sag schon mal tschüss. Hab noch viel Spaß. Tschüss, ey Junge. Huch. Ey, auf einmal springt er. Danke fürs Einschalten. Und wir gucken mal, ob wir das heute auch noch alles gelöst bekommen. Isolierband. Immer nützlich. Was? Sind wir jetzt in einem Zug? Okay. Hallo? Ist da wer? Okay. Ja. Also, ja. Okay. Damit haben wir zumindest schon mal die Lücke geschlossen. Da ist jemand einfach auf den Balkon raufgeklettert. U-Bahn surfen. Warum kann ich hier hoch? Ah, damit ich da hinkomme. Und das macht jetzt was? Architektplatte. Wofür wir die auch immer brauchen. Wir können uns ja mal hier so durchhabern. Mal gucken, haben wir hier noch was anderes? Nö. Haben wir auf der Seite noch was? Ja. Ein Schrankschlüssel. Okay. Kann ich hier noch weiter zurück? Nee, jetzt kann ich wieder nach vorne, ne? Okay. Ah, pass auf. Schrankschlüssel. Was ist das denn? Ein Kronkorkenzieher. Kronkorkenzieher wollte ich gerade sagen, genau. Kann ich mit dem Korkenzieher eigentlich hier hinten? Hier hinten, das war doch eine Bar. Warte mal. Nee. Hm? Gibt's hier nicht eine Weinflasche oder so zum Öffnen? So lecker, lecker. Lecker Wein. Aber nein. Gut. Nein. Okay, was auch immer da reinkommt, wir haben es noch nicht. Oh Gott, jetzt geht's los. Okay, warte. Hier kommt die Platte ran. Ja, nice. So, was können wir jetzt mit diesem Knopf machen? Noch nichts. Okay. Und wir müssen irgendwie die Schaltung hier neu setzen, glaube ich. Ja, kein Strom. Ist halt jetzt nur die Frage, wie? Isolierband? Ah, hier muss ich mit dem Isolierband arbeiten. Okay, verstehe. Jetzt.
Warte. Ja, wir machen eine Schleife, okay. Nee. Ja, das ist irgendwie falsch. Warte mal, wir fangen so an. So? Ja. Nee. Also ich bin ehrlich, von den Rätseln sind, glaube ich, 50% ist Luck. Pures Glück. Oder auch vielleicht nicht. Spielzeugklavier. Was kann ich jetzt mit dem Spielzeugklavier machen? Kann ich das verbrennen? Was ist denn hier? Hä? Also bitte tut es nicht. Also falls ihr zuschaut, ne, und falls es jetzt Stromkabel sind, bitte fasst niemals an offene Kabel einfach so an, weil ihr seid der Leiter. Und das kann tödlich enden. Das will keiner. Vor allen Dingen sind überall so eine Dinger. Gibt es vielleicht noch so ein Isolierband nochmal so? Ich kann doch jetzt nicht andauernd hier die Leitungen festhalten. Das ist jetzt nicht dein Ernst? Ich kann aber auch nichts anderes machen. Oh, doch, warte. Okay, wo sind wir hier? Also ich habe die Leute, die da unten so langlaufen, die habe ich mir jetzt noch nicht so genauer angeschaut. Ich habe auch die Befürchtung, dass die nicht freundlich sind. Deswegen versuche ich denen meistens aus dem Weg zu gehen. Problem ist... Kohle! Fuck you! So viel zu, ich versuche denen meistens aus dem Weg zu gehen. Ne, war jetzt Classical? Okay. Wir warten kurz. Wir machen kurz ein Päuschen. Warten, bis der Dude wieder nach da hinten läuft. Ah, Gott. Okay. Er läuft. Slow and steady, er läuft. Aber er läuft wenigstens. So, dann klettern wir jetzt hier hoch, damit er sich jetzt wieder umdrehen kann und in die andere Richtung läuft. Weil wir gehen jetzt zu dem Kohle-Ding, schmeißen da die Kohle rein, um zu gucken, was dann... passiert. Blup. Und auf Wiedersehen. So, dann hüpfen wir hier rüber. Zack. Kommen wir hier hin. Zack. In die falsche Richtung. Shit. Ja, warte. Wir müssen wieder hier zurück. Genau. Hier haben wir alles soweit gemacht. Hier ist unser Kohleding. So. Hier schmeißen wir die Kohle rein. Und was jetzt? Und genau das meine ich. Bitte mach das nicht. Nein! Don't try this at home, please. Jetzt muss ich hier in die andere Richtung. Nein. Lauf doch hier lang. Da. Oh Gott! Nein! Ich hab verkackt. Hä? Weil da komme ich doch gar nicht hin. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Alter, das zerstört komplett meinen Schädel, wa? Das ist ja un... Wie soll ich denn jetzt da hinten hinkommen? Ach, ich bin doch dumm. Oh, ich bin so dumm. Oh, okay. Das wird jetzt aber tricky. Okay, komm, wir probieren es.
So, muss jetzt hier nochmal hin, muss nochmal eins zurück, damit ich zu dem hier komme, damit ich hier nochmal eins zurückkomme, damit ich hier jetzt runterlaufen kann, um den hier jetzt zu halten. Alter, das ist aber wirklich... Und jetzt macht's bumm, oder? Ist das dein... Ich muss da noch was. Okay. Irgendwas muss da noch angebracht werden, damit's kaboom macht. Aber ey, das ist aber tricky, sage ich euch. Hier haben wir die Bar. So, und hier kann ich doch bestimmt... Aha, das Klavier aufstellen. Was hat mir das jetzt gebracht? Okay. Das hat's mir gebracht. Dass ich hier reinkomme. In ein... Hä, waren wir nicht gerade noch in einem Zug? Jetzt sind wir in einer Höhle. Höhle? Hallo? Omi? Hallo? Ich will eigentlich nur das Dynamit. Ist okay für mich? Also für dich und für mich? Ja, ja, cool. Ja, okay, cool. Ja. Okay. Bewegung, Freunde. Nein. Das war schon fast zu schnell. Easy. Wir machen jetzt ganz langsam. Ja, nein. Run ist, glaube ich, jetzt genau die falsche Option. Bianca, glaube ich, gar nicht gut. Hey. Omi, ist alles cool. Alles cool. Ja? Wir sind Freunde? Maybe? Ganz... Slow and steady. Okay, jetzt renne ich weg. Gott, das war jetzt... Das Schlimme ist, ich meine, ich freue mich über das Dynamit. Aber wir wissen, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt die Schaltung wieder hinkriegen. Und ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege, wie ich das vorhin hinbekommen habe. Aber wir probieren es. Es wird schon klappen. So, bevor wir das aber machen, müssen wir ja wahrscheinlich das Dynamit erstmal positionieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und hier hin. Wir gehen dann da lang, wenn ich mich ganz täusche. Genau. Jetzt da lang. Hier lang. Eieiei. Positionieren hier das Dynamit. Sehr gut. Gehen wir jetzt zurück. Und drücken jetzt erstmal hier den ersten Knopf. Eieiei. So. Machen unseren menschlichen Leiter. Würden eigentlich instant sterben, aber okay. Fassen jetzt hier wieder die Käbelchens an. Wie gesagt, bitte macht das nicht zu Hause nach. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Okay, haben wir. So, jetzt einmal hier hin. Snippity Snap. So, dann einmal hier nochmal. Zack. Und da lang. Hier lang. Da lang. Nach unten. Hier anfassen. Und auf geht's. Sieht gut aus. Sieht erstmal auf dem ersten Blick gar nicht. Wollen wir vielleicht loslassen und weggehen bei Dynamit? Nö. Er sagt nein. Jetzt haben wir die Tür hier aufgesprengt, aber ich kann hier. Jetzt ernsthaft, jetzt muss ich wieder komplett zurück, weil ich jetzt da nicht durchlaufen kann. So,
Kann ich jetzt durchlaufen? Jetzt kann ich durchlaufen, okay. Verstehe. Bitte was? Oh no. Nein, 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 nein. Ich... Das soll ich mir merken? Die kommt doch mal näher. Ja, 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 nein, nein, ich hab mich verlaufen, ich hab mich... Nee, lauf doch. Ich kann mir das nicht merken. Bin ich hier richtig? Ist ja jetzt nicht euer... Fucking Ernst. Ja, und jetzt bin ich tot. Komm. Als ob. Okay. Machen wir uns jetzt erstmal ein Ist-Bild. So, vielleicht ist es gar nicht so clever, den kurzen Weg zu gehen. Vielleicht ist es ja cleverer, den langen Weg zu gehen. Aber wobei, es ist eigentlich nicht clever. Weil ich könnte jetzt nach unten gehen, dann nach links, ne, den ganzen langen Weg gehen. Dann wieder nach unten und dann gucken, dass ich da lande. Also, warte. Ach nee, kann ich nicht. Dass ich, ja, da anders lande. Warum leckt denn eigentlich meine Kamera gerade so rum? Wir lassen es mal. Dann nach unten, nach oben, nach unten, nach unten, dann so rum, dann so rum, dann da rein. Niemals. Das ist ein Rätsel, das kriege ich niemals hin. Okay. Also, nach unten. Ich bin schon falsch. Ich bin schon, ich merke schon, ich bin schon... Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also wenn ich das jetzt schaffe, ist es pures Glück. Ich sag ja, pures Glück. Alter, warum? Warum macht man sowas? Wo bin ich denn jetzt? Ah, Feuerzeug. Das ist gut. Feuerzeug brauchen wir für die Kohle. Wir müssen ja noch die Kohle anmachen. Snip. So, dann gehen wir wieder zurück zu... Kohlmanfred. Ich nenne ihn mal so. Und wir schmeißen mal die Kohle an. Die Kohle an. Die Kohle an. Huch. So, jetzt. Und da kommt ein Fahrstuhl. Im Zug. Ein Fahrstuhl. Klar. Weil es ist ein riesengroßer Zug. Der hat einen eigenen Fahrstuhl in einen Bunker. Während wir fahren. Oh, okay. Cool. Damit sind wir jetzt, glaube ich, wieder zu Hause. Und können jetzt wieder in die nächste Dimension und schlafen legen.